Hallo! In diesem Video erfahren Sie, wie man den Wattestäbchentest zur Typisierung als Blutstammzellspender durchführt. Das Testset mit dem Wattestäbchentest erhalten Sie nach der Online-Registrierung als Blutstammzellspender per Post zugeschickt. Zusammen mit dem Testset erhalten Sie einen Begleitbrief, Ihren Fragebogen, eine Einverständniserklärung, eine Informationsbroschüre zur Blutstammzellspende und ein Rücksendekuvert. Lesen Sie zuerst den Begleitbrief. Anschließend kontrollieren Sie den Fragebogen auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Als nächstes lesen und unterschreiben Sie bitte die Einverständniserklärung. Nun zum Wattestäbchentest. Zum Testset gehört ein Umschlag und zwei Packungen mit jeweils zwei Wattestäbchen. Öffnen Sie eine Packung und entnehmen Sie daraus ein Wattestäbchen. Achten Sie darauf, dass Sie das Stäbchen nur am hinteren Teil berühren. Schlucken Sie ein paar Mal gut und führen Sie anschließend das Wattestäbchen zwischen Zähnen und Wange in den Mund. Achten Sie dabei darauf, mit der Watte keine anderen Stellen zu berühren. Reiben Sie das Wattestäbchen mit kräftigem Druck gegen die Wange. Drehen Sie anschließend das Wattestäbchen und reiben Sie die andere Seite der Watte nochmals an der gleichen Stelle im Mund. Insgesamt ca. 10 Sekunden lang. Das Wattestäbchen anschließend mit der Watte voran in den Umschlag legen, ohne dabei etwas anderes zu berühren. Wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen drei Wattestäbchen an den anderen Stellen im Mund. Falls ein Wattestäbchen zu Boden fällt oder mit etwas anderem in Kontakt kommt, werfen Sie es bitte weg. Das Testset kann auch mit drei Stäbchen eingereicht werden. Anschließend das Testset zukleben und zusammen mit dem Fragebogen und der Einverständniserklärung in das Rücksendekuvert legen. Nun noch das Rücksendekuvert verschließen und in den nächsten Briefkasten werfen. So einfach geht der Wattestäbchentest zur Registrierung als Blutstammzellspender. Einige Wochen nach dem Einsenden des Wattestäbchentests erhalten Sie Ihren Spenderausweis.